Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder Relaxationszeit. Wie ihr mit Leichtigkeit erkennen könnt, befinden wir uns in der Vergangenheit von World of Tanks. Dieses Replay, was mir Oldig freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, ist mittlerweile 5 Jahre alt. Es kommt aus dem Patch von World of Tanks 0.8.8. Es ist also wirklich lange, lange her. Und wir wollen uns mal anschauen, wie El'Haluf damals zu dieser Zeit aussah, denn El'Haluf wurde von Wargaming an einer bestimmten Stelle doch recht massiv verändert. Und da ist die Frage, wie viel das gebracht hat. Ansonsten erkennt ihr jetzt an der Stelle sofort, links neben euch fährt der FV4202 vorbei. Und das ist heutzutage Tier 8 Premium Medium. Der war damals noch Tier 10, aber das wurde abgeändert, damit das Ganze historisch irgendwie ein bisschen schlüssiger ist, laut Wargaming. Ansonsten gibt es hier noch Tier 9 mit dem Platoon. Das ist heutzutage natürlich auch nicht mehr möglich. Es gibt Tier 8 Scouts. Das werden heutzutage Tier 10 Scouts in reinen 10er Matchmakings, aber die gab es damals noch nicht. World of Tanks möchte mich leider die Einstellungen, die ich hier gerade mache, nicht abspeichern lassen zwischen den Replays und deswegen muss ich das für diese Version immer wieder nochmal machen. Liegt vielleicht doch daran, dass das so verdammt alt ist. Aber in der Zwischenzeit habt ihr vom Gefecht nichts verpasst. Oldig fährt hier mit jeder Menge Heat-Munition durch die Gegend. Das ist eigentlich durchaus zu verzeihen im EN-100. Vor allen Dingen damals, als der EN-100 noch mit weniger Penetration auf der AP-Munition durch die Gegend fuhr als heute. Wie gesagt, wen das stört, das schaltet bitte sofort aus, weil da hat man halt nichts von, wenn einen das wirklich stört. Der Rest der Karte El'Haluf ist eigentlich nicht so furchtbar viel verändert worden, wahrscheinlich hauptsächlich Kleinigkeiten. Hier oben, diese Ecke zwischen ja, C1 und A3 könnte man sagen, wurde massiv verändert im Laufe der Zeit. Hier befand sich, wie man gut erkennen kann, damals ja eine richtige Senke. Und je nachdem, wie schnell welche Panzer vorgerückt sind und wie gut welches Team vorgerückt ist und wie schnell die Panzer waren, konnte man hier schon auf die Gegner schießen, während sie dann auch runterfuhren, wie es euch Steven gerade gemacht hat. Oder aber sie standen schon alle unterhalb dieses Plateaus, auf dem sich euch Gegner gerade befinden. Ich habe mir zwischendurch ein paar Gedanken gemacht, ob diese Änderungen wirklich wahnsinnig viel gebracht haben. Ich würde mal sagen, ja, aber. Ja, aber deswegen, weil heutzutage steht man sich auf El'Haluf ja so an zwei Ecken gegenüber. Und jeder weiß, jeder, der mit seinem Heavy nach A1 durchfahren will und nicht furchtbar schnell ist, der bekommt meistens welche Schüsse in die Seite. Muss hoffen, nicht zweimal getrackt zu werden, etc. Also da weiß jeder, wovon ich rede. Letzten Endes, der Kampf heute an zwei Ecken mit minimalen Möglichkeiten dann zu flankieren, wenn man eine Ecke so ein bisschen weiter abgearbeitet hat. Man kommt so recht ohne Gun Depression, also ohne den negativen Richtwinkel der Kanone, nicht so richtig voran. Das ist natürlich hier nicht großartig anders, wie man sieht. Allerdings reichen, glaube ich, diese 7 Grad, die der EN-100 hat, für euch vollkommen aus, um das hier abzuarbeiten. Auf dieser wirklich alten Version von El'Haluf sieht man, dass man sich hier mit den vor allen Dingen schweren Panzern hauptsächlich an einer Ecke gegenübersteht. Das war natürlich, wenn man das so betrachtet, ein wenig stumpfer als heute. Flankenversuche hier im Begegnungsmodus quasi nördlich der Flagge entlang wären heutzutage natürlich etwas genauso suizidal, aber heute hat man ja zwei Wege. Und damals waren sie wirklich, wirklich ja, suizidal, weil die ganzen Panzerjäger, die da gespottet waren auf C6 am Rande von euch Kreis, wie man da auf der Karte sieht, die würden einen nichts auseinandernehmen. Ja, euer Team liegt immer noch ein wenig hinten und verlässt sich also ein wenig darauf, dass er es hier oben auch regelt. Es ist keine Artillerie im Spiel, die wäre damals zur 0.8.8 auch noch ein bisschen anders gewesen als heute. Man bemerke keine T10-Artillerien, man bemerke
keine Stun-Mechaniken damals im Spiel. Dafür AP-AP-Granaten. Allerdings können beide Teams hier relativ lockerflockig das Ganze angehen lassen, da keine Artillerien im Spiel sind. Zum damaligen Zeitpunkt konnte man auf diese Position, wo Eus Gegner stehen, mit der Artillerie übrigens feuern. Man musste sich dafür mit der eigenen Artillerie, wenn man sowas gespielt hat, nur sehr, sehr weit hinten aufs K4, K5 hinstellen. So, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Die Position hier von euch und Konsorten war für die Gegenseite allerdings relativ schwer einschießbar, solange man sich da so vorne lang gehangelt hat, wo der FV steht. Der das natürlich auch dank seiner seines guten negativen Richtwinkels auch wirklich gut machen kann. Allerdings sieht man auf dem Rest der Karte, hat sich jetzt, obwohl es ein Tier 10 Spiel und sicherlich mit guten und erfahrenen Spielern besetzt, wie zum Beispiel Oystertun, hat sich bisher nicht so furchtbar viel getan. Keine großen Vorstöße etc. Liegt natürlich daran, dass wenn man gespottet ist und da auf jeder Seite der eine oder andere Camper steht, man doch relativ schnell vernichtet wird, wenn man da versucht vorzustoßen. Heutzutage sieht man an derselben Stelle, wo jetzt der Leopard 1 aus euch Team steht, meistens auch nur den einen oder anderen schnellen Light oder Medium durchhuschen. Da unten gibt es dann das eine oder andere Scharmützel, wenn beide Seiten Spieler haben, die das vorhaben. Und ja, dann war es das üblicherweise für eine Seite. Ab und zu fährt auch niemand runter und man kann dort unten arbeiten und vorstoßen. Aber, naja, darauf möchte ich mich selten verlassen und wenn man im Platoon unterwegs ist, kann man da ein bisschen Absprache treffen und allerdings meistens habe ich doch das Gefühl, wird das Gefecht massiv, auch heute noch, über diese nordwestliche Ecke gewonnen. Mittlerweile hat Eus Team hier oben die Oberhand gewonnen und jetzt besteht natürlich die Schwierigkeit darin, aus dieser Ecke herauszukommen und auf die Panzerjäger und anderen Camper in der Position, wo dort dahinter der Yard E steht, ja, auszugraben. Das war damals durchaus schwierig, heutzutage auch in der einen oder anderen Situation, weil die Ecken durchaus ähnlich geblieben sind, nur waren damals diese ja, Winkel noch viel, viel deutlicher einschießbar als heute. Was man auch nicht vergessen darf, damals war dieser ja, Renderkreis, damals war die zu rendernde Fläche und einschießbare Fläche noch ein Viereck mit bis zu 700 Metern Kantenlänge. Und das ist heute ein Kreis, das heißt, heute könnte man, gerade wenn man diagonal nach rechts unten zielt, nicht mehr so weit schießen wie damals noch. Das ist eine sehr, sehr wichtige Änderung zu damals. Der ging nicht durch. Ja, jetzt gibt es wieder so ein bisschen eine Putt-Situation in diesem Spiel. Olch wartet sicherlich darauf, dass sein Platoon-Kollege im Leo da irgendwie ein bisschen was aufmacht. Der muss natürlich auch vorsichtig agieren, weil der Leo ohne jegliche Panzerung gegenüber dem, was er da als Gegner hat, E100, Jagd-E100 etc. natürlich sehr, sehr schnell sein Ende finden könnte. Dafür kriegt euch jetzt die nächste Beute quasi frei Haus serviert. Das Objekt 268 hat anscheinend vom Campen die Nase voll gehabt, ist hier oben hochgefahren und ja, hat sein Leben damit doch relativ gut weggeschmissen. Man könnte natürlich an neuer Stelle jetzt das Objekt 268 im Cap-Kreis unterstützen. Aber ich kann durchaus verstehen, da steht eh schon ein Panzer drin und die Zeit hier beim Begegnungsgefecht ist doch recht lang. Wenn das Gegnerteam jetzt in der aktuellen Situation was ändern möchte, muss es rausfahren und deswegen, ich kann das durchaus verstehen, dass er hier ein wenig den Sniper gibt, weil er doch in den letzten Minuten ein wenig mehr einstecken musste. Und da oben ist jetzt wieder der Jagd-E und
So kann's gehen. So kann's gehen. Beide Panzer versetzen sich gegenseitig den Todesstoß. Und ja. Damals noch aktiv im Spiel, der Chat mit dem Gegner. Euch lacht sich kaputt, dass er den EN-100 versenkt hat und der gegnerische EN-100. Ich glaube, er reagiert gleich auch noch halbwegs positiv. Also der Gegner-Chat war nicht immer negativ. Ja, das seht ihr, Smiley. Also beide haben sich gegenseitig entsorgt und trotzdem ist noch gute Laune im Spiel. Schade eigentlich, dass wir das heute nicht mehr immer haben. So, jetzt geht es noch darum, dass man ein wenig die restlichen beiden Gegner vom Schlachtfeld hier entfernt. Dazu muss man natürlich die Berge rauf. Für den einen oder anderen Panzer jetzt nicht so die große Freude, aber mit dem Leo hier sicherlich kein Problem. Der ein oder andere von euch, der vielleicht mit einem etwas langsameren TD hier schon auf der einen oder anderen Position gekämpft hat, ob man im Westen oder im Osten, wird natürlich ein Liedchen singen, wenn man dann am Ende versucht, noch was vom Spiel abzubekommen und man da steht und einfach zu langsam ist, um wirklich noch was auf der gegenüberliegenden Seite der Berge zu bekommen. So, jetzt schauen wir mal, ob der Platoon-Kollege von euch hier den E4 noch absnacken kann oder nicht. Der Leo sollte ja schnell genug sein, aber trifft er? Er trifft. So, das war das alte LHLU für euch. Ein wenig anderer Auswertungsbildschirm, da die Replay-Seite dieses Replay-File nicht mochte. Und auch auf Noobmeter, wo euch das ursprünglich hochgeladen hatte, war das Ganze defekt. Euch hat hier 9300 Schaden abgesahnt. Dafür gab es einen Panzerass und einen Panzermeisterschützen. Das heißt, er hat 10 Schüsse in Folge getroffen. Mit dem EN-100 schon gar nicht so eine schlechte Leistung. Natürlich mit Heat ein wenig Minus gemacht, aber trotzdem sehr, sehr schönes Gefecht mit einer großen Schadenssumme. Schönen Dank, dass ihr wieder auf meinem Kanal dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios!